Malen, das bedeutet Meditation. Eintauchen in eine Traumwelt. Ein Fenster in die Freiheit der Fantasie. Die gebürtige Münchnerin Hanna Fürst à la Devoir malt, seit sie denken kann. Dank ihrer Studienaufenthalte in der Toskana bei Renato Santini beherrscht sie alle malerischen und zeichnerischen Techniken. Doch am liebsten arbeitet sie mit Ölfarben, Aquarellen, Tempera und Acryl. Landschaften, Blumen, Stillleben, Tiere und Porträts haben ihre künstlerische Fantasie immer am meisten angeregt. Anfangs waren es Tafelbilder, doch nach und nach begann sie ihre Fähigkeiten an der Wand zu erproben, was für sie die größte Herausforderung an ihr Können bedeutet. Es gelingt ihr meisterhaft, ganze Räume in Fantasielandschaften zu verwandeln. Und die Harmonie dieser Räume versetzt jeden Betrachter ins Träumen. Der Himmel, das sei das Schwierigste, sagt die Malerin. Für den Betrachter sieht alles auf den ersten Blick sehr einfach aus. Doch von der harten körperlichen Arbeit einmal abgesehen, ist auch die Gestaltung des Deckenhimmels bei ihren illusionistischen Wandgemälden eine sehr diffizile Arbeit. Ein Fehler lässt sich kaum korrigieren und eine Vorzeichnung käme bei diesen zarten Technik mit Pinsel und Schwamm nicht in Frage. Durch ihre fast 30-jährige Erfahrung und die intensive Auseinandersetzung mit altmeisterlichen Techniken hat sie sich eine große künstlerische Sicherheit erarbeitet, die es ihr heute erlaubt, sich geradezu spielerisch an die größten Wände zu wagen. Für ihre Wandgemälde hat sie jahrelang mit der schwierigsten aller Maltechniken, der Freskotechnik, auseinandergesetzt und daraus eine ganz eigene Arbeitsweise entwickelt, deren letztes Geheimnis sie allerdings für sich behalten will. Immer wieder müssen die Stellen bearbeitet werden, bis eine Wand dem Betrachter so leicht wie Luft erscheint und bis aus einem kahlen Raum eine blühende Sommerlandschaft wird. Jeden Raum verwandelt Hanna Fürst à la Devoir in eine Traumwelt und zaubert mit liebevoll gestalteten Details perfekte Illusionen.